So, da haben wir die zwei Gewinner hier heuer vom Starkbier im Lümbrer-Keller. Die Katte Krause, die ja nicht nur die schönste Frau hierherin ist, weil sie gewählt wurde, sondern auch Steinheberin ist, gell? Genau. Ich bin Steinheberin aus Leidenschaft und Strongwoman. Das macht halt einfach Spaß. Bloß leider darf ich halt bei den Mannsbildern im Löwenbräukeller nicht mitheben. Wie hoch heben Sie einen Stor? Also ich habe jetzt einen aktuellen Weltrekord in meiner Gewichtsklasse mit 200 Kilo auf 260,8 cm. Das ist ja gewaltig. Also, was sagt da der Martin Wiederauer dazu, der hat heuer wieder gewonnen hat, also eigentlich wie jetzt Jahr, oder? Naja, wie jetzt Jahr ist natürlich immer was Schönes, aber zur Katte ist natürlich super, freut mich natürlich riesig, weil wir trainieren auch zusammen und so. Und mit dem Gewicht, was sie da immer hebt bei den ganzen Wettkämpfen, da können sie die meisten Burschen schon verstecken. Ja, das darf ich auch sagen. Also, das war ja heute schon ein grenzwertig da, gell? Also, so wird der Stor schon fast aus, also alles rausgesprungen ist. Also, ja, das kann ja eigentlich nicht sein, das kann ja nicht mehr hergehen, oder? Nein, also, wir sind jetzt schon ziemlich weit oben angestanden, aber anscheinend wird der nächste Jahr ein bisschen was umbaut, damit ich mich da nächstes Jahr nochmal probieren kann. Mal schauen, ob es ein bisschen höher noch geht, weiß man nie, ist immer Wettkampf, aber. Also, du willst doch herkommen, oder? Ja, ich bemühe mich zumindest. Mal schauen, ob es geht, aber bemühen tun wir uns. Es ist wirklich gewaltig. Also das Schauspiel heute, das war wirklich einmalig. Miss Triumphata 2014. Wie fühlt sich das so? Ich muss das erst einmal realisieren. Also für mich ist das noch gar nicht so wirklich, sag ich mal. Ich glaube, das kommt erst heute auf Nacht so richtig. Oder später. Ich hätte nie damit gerechnet, weil wir wirklich nur aus Spaß eigentlich mitgemacht haben. Also ohne irgendwie... Dass man denkt, dass was dabei rauskommt, aber ich freue mich riesig. Also was ich gehört habe, war ein sehr überwältigendes Ergebnis sogar, gell? Ja, was ich mitgekriegt habe, ich weiß jetzt nicht genau die Anzahl der Stimmen, aber ich glaube, das waren irgendwie 400 Haumido zu 162 zum zweiten Platz. Also ich weiß es nicht genau. Also. Und ihr feiert halt schon ein bisschen euren Sieg, oder? Freilich, jetzt tun wir mal zuerst was Gutes essen, dann tun wir ein bisschen feiern, dann schauen wir mal. Viel Spaß dabei, gell? Für dich. Servus, Dankeschön, gell, für das Interview.